Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Demon's Crest und Sprycing. Ich bin der Gregor und wir machen weiter mit dem Aufleveln, da wo wir aufgehört haben das letzte Mal. Ich will mich jetzt mal überall in den Gegenden umschauen, wo ich Wasser gefunden hatte. Und wir waren zwar schon hier in dem Eckchen, aber wir haben gerade die Katakomben nochmal durchsucht und ein paar nützliche Power-Up-Items uns geholt. Wieder ein bisschen mehr Energie. Sieht doch schon wesentlich angenehmer aus mit den zwei Leisten oben. Ups, warte mal. Demon Fire habe ich doch... Ja, sehr gut. Aber es gibt hier auf der Seite ja gar auch noch Wasser. Und ich schätze mal, mit Hilfe des Wassergargols kann ich zumindest... Wo ist er denn? Tidal Gargoyle. Kann ich unter Tage mich bewegen? Und? Ich hatte recht, genau. Jetzt können wir mal gucken, gab es hier... Oh, ich kann... Und ich kann sogar... Schwimmen kann ich machen. Was ist das denn? Oh. Kann ich mich eigentlich... Nee, der... Der Tidal Gargoyle kann sich nicht langkraxeln. Aber die berechnen das schon ein, dass man hier unten dann auch da ist. Sonst wären hier unten keine Gegner, die ich beackern kann. Okay, kann ich... Hier kann ich... Aha. Ah, okay, das ist nur ein grafischer Effekt. Ich dachte, man kann die... Aber es sieht ziemlich cool aus, ne? Wenn mein Wasserstrahl dort an der Wand abprallt. Oh. Gut, ich versuch's mal von der anderen Seite. Falls hier letzten Endes nichts sein sollte, dann werde ich mich in die nächste Gegend begeben, wo es Wasser gegeben hat. Ich glaube, im Dschungel sah es pretty nice aus. Ach ja. Okay, hier gab es nichts. Gut, dann sehen wir uns gleich im Dschungel wieder. So, wir sind ein bisschen früher zurück, denn ja, auf dem Weg zum Dschungelwasser habe ich was gesehen, das ich das letzte Mal verpasst habe. Hier ist ja ein Durchgang unten. Oh scheiße, jetzt habe ich die Münze nicht mitgenommen, aber mal gucken, was uns hier drunter erwartet. Okay. Oh, Alter. Das sind aber neue Gegner. Okay. Oh, aber hier ist auch Wasser. Nee, dann ich nehme mal lieber meinen Schwimmgeul. Schwimmgeul. Ist ein bisschen angenehmer. Dafür. Das einzige Problem ist, dass ich. Ah. Okay. Oh, nicht zu vorschnell, nicht zu vorschnell, nicht zu vorschnell, nicht zu vorschnell. Nicht zu vorschnell. Das ist natürlich sehr, sehr fies. Entweder schwimme ich jetzt hier so entlang und warte, dass das Wasser dementsprechend höher steigt, oder ich kann mich dazu erniedrigen sozusagen und nehme die Flugroute. Alter, die haben ja nicht mal eine tolle Reichweite hier. Oh, was ist denn das da oben? Ach, ich mache es mal die Schwimmerei weiter. Ja, das Ding ist wahrscheinlich, man soll hier wohl, bevor man einfach die Bosse angeht, sich ein wenig umschauen, wo es dann Power-Up-Items gibt und andere Gelegenheiten, sich aufzuwerten. Mal sehen, wo ich rauskomme. Okay. Oh, es geht ja hier aber sehr hoch. Ja, man sieht, das ist ein bisschen viel zu viel für das SNES. Es fängt schon an mit dem Slowdown. Aber man kennt es ja von einigen Shootern. Slowdown muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Auch wenn die Grafik langsamer wird und man das Gefühl hat, man spielt in Zeitlupe. Dadurch wird es einfacher, manchen der Gegnern auszuweichen. Speziell in solchen Spielen wie hier, die ja schon eher von der Ninja-Gaiden-Schiene geprägt sind. Also nach Möglichkeit sehr, sehr gemein platzierte Gegner. Oh, hier ist ein Durchgang. Okay, dann gehen wir noch einmal durch. Wo kommen wir denn hier denn raus? Wo sind wir denn hier? Und das... Oh, ein Energie-Upgrade, okay. Da ist noch ein Durchgang, aber bevor ich durchgehe, ich will mal kurz gucken, hier bin ich reingekommen. Aha, und da geht es weiter. Mal gucken.
Wo lande ich hier? Auf der Oberwelt? Nein. Ah, jetzt bin ich anderswo unter Wasser rausgekommen. Sehr, sehr interessant. Ah, ja, genau da, wo ich eigentlich hin wollte. In dem Part. Ich habe einfach die Hintertür genommen. Aber schade, dass es dort außer Energie kein weiteres Upgrade gegeben hat. Aber das ist doch schon mal gut, ne? Wir... ja, habe ich schon mal gesagt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay, dann schaffen wir es gleich mal hier aus dem See heraus. Oh. Ach, geil. Und jetzt ist es natürlich so gelegt, dass ich... Na gut, dann... Vielleicht mal willentlich... Ah, unter Wasser kann ich mich auch nicht verwandeln. Okay, jetzt kann ich aber bestimmt zu Firebrand werden. Ah, okay. Okay, dann lass mich doch wenigstens einmal hier raus. Okay, wir werden uns aus diesem... aus diesem Ding gleich rausbewegen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, wir haben nochmal einen kleinen Umweg genommen, denn ich habe gerade eine wertvolle Info bekommen, die nämlich unser Weiterkommen hier im Wäldchen sehr stark beeinflussen wird, nämlich folgendes. Ich kann diese fucking Durchgänge natürlich mit der Windsichel, die sonst nichts durchschneiden kann, aber die kann ich durchhacken, während ich mit meinem Super-Powerfeuer, das sonst alles weghackt, nichts anstellen kann. So... Da sind wir vorhin gewesen, da gehen wir jetzt noch nicht rein, aber wir können endlich unseren Weg zur Urne machen. Und ich habe dann endlich eine Urne, in die ich Items packen kann. Ah, hier, du alter Wurm, lass mich dich erstmal wegzwiebeln. So. Jetzt habe ich auf einmal wieder zwei Urnen. Ich hatte doch vorhin eine und dann waren sie weg. Und jetzt habe ich wieder eine genommen. Und, ach, verstehe dieses Spiel, wer will. Verstehe dieses Spiel, wer will. Okay, dann gleich sehen wir uns beim nächsten Punkt. Okay, und jetzt sind wir beim Wassertempel angelangt und können endlich unseren Wassergargoyle so einsetzen, wie er eigentlich gedacht war. Ach, ist das angenehm. Ich habe mir momentan, also bei dem ganzen, bei der ganzen Aufholerei hier natürlich, kann ich nicht so supi viel kommentieren, deshalb kürzen wir das natürlich hier und da mal ein wenig ab. Aber ich mache mir natürlich parallel dann auch Überlegungen, was ich dann später sagen werde oder was so meine Beobachtungen über Spiel sind. Und ich muss sagen, es ist eben ein Spiel, was ich nicht vorher kannte, anders als bei Soleil, weil das hatte ich ja schon mal durchgespielt, das noch nicht. Es war aber eben immer auf meiner Liste drauf. Einerseits wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad, der sich hier auch natürlich wieder sehr äußert. Hier können wir durch. Hat sich bestätigt ein bisschen meine Befürchtung, aber ich habe auch gewusst, dass ich damit dementsprechend Spaß haben werde. Das habe ich auch. Wenn du aber vergleichbare Spiele zu Rate ziehst, wie, sagen wir mal, so ein Super Metroid ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich hier auf dem SNES, dann ist Demon's Crest zumindest noch ein ziemliches Stückchen weit weg. Speziell also so, was Super Metroid so gut wie kein anderes Spiel dieser Art, oh scheiße, die sind ja auf einmal wieder da, dieser Art gemacht hat, ist einfach, dass das Level-Design dort sehr, also wirklich perfektestens durchdacht ist. Hier ist es mehr so ein Level-Design, das auf Schwierigkeitsgrad ausgelegt ist. Okay, wo kommen wir denn da oben hin? Also, oh, das sind wieder die Freddy Krüger. Nein, nein, nicht. Ich muss hoch, nicht runter. Die Freddy Krügers wieder. Scheiße. Ja, es ist auf Schwierigkeit ein bisschen ausgelegt, dass du Gegner, die hier platziert sind, sind so platziert eben, dass du nach Möglichkeit nicht ungehindert frei springen kannst und durch den Level läufst, also nicht dieses typische Mario-Gefühl sich einstellt, ne, dass du einfach wirklich locker weiterkommen kannst, sondern dass sich dir Gegner immer... Oh ne, falsch, ich brauche Firebrand. Dass sich die Gegner dir immer direkt in den Sprungweg oder Laufweg dort stellen, dass du sozusagen auch wirklich dann nachdenken und agieren und reagieren musst.
damit es hier vernünftig dann durchgeht. Aber so diese Perfektion, speziell bei dem Super Metroid eben, wo die Level ja alle so miteinander verbunden sind, hier hast du ja noch eine Oberwelt, die das Ganze auftrennt. Es hätte eigentlich nicht unbedingt sein müssen, ne? Wenn die sich ein bisschen Gedanken gemacht hätten, wie sowas aufgebaut ist, dann wäre das vielleicht so ein, oh, jetzt benutzen wir wieder ganz aufwendige Worte, kongruentes Spielerlebnis dann gewesen, dass du einfach, ach, was mache ich denn da vor dem ganzen Reden, nehme ich den falschen Gargoyle. So, da durch damit. Ein wesentlich ja, kongruent und homogeneres Spielerlebnis dann. Oh, okay. Ach, jetzt erkenne ich auch, wo ich gerade bin. Scheiße. Ja, dadurch, dass ich durch die andere Seite da rausgekommen bin, so bin ich ja ganz normal aufgestiegen vorhin. Stimmt. Ja. Ne, wir müssen wieder runter ins Wasser. Ja, es hätte sich mehr aus einem Guss angefühlt und dann bei Super Metroid hat es ja auch super funktioniert und später bei den Metroid Primes auch. Deshalb liebe ich ja diese Spiele. Ups. Title. So. Dass du einfach dann auch wirklich dann das Gefühl hast, okay, ich bin in dem Part des Levels. Wenn ich jetzt mich dorthin begebe, kann ich das Item finden, aber auf dem Weg dorthin, oh, mir ist gerade eingefallen, ich habe ja noch den Grapple bekommen und jetzt kann ich da die Wand hochlaufen und alles. Es fühlt sich echt an, als ob man konstant mitdenkt, ne, und man seinen Schlachtplan immer weiter aus... Oh, das ist eine schwierige, oh, schwierige Passage. Du meine Herren. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ganz knapp, Alter. Jetzt muss ich aber wirklich aufpassen. Ah, aber Energie. Immerhin, immerhin. Ja, man muss sich seinen Schlachtplan dann permanent anpassen. Und hier ist es mehr so ein Klein-Klein. Oh, aber immerhin hier die Energie wieder aufgefüllt. Nicht schlecht. Ich erwarte aber ein paar mehr Items hier, muss ich sagen. Das sieht mir zu aufwendig aus, als dass ich einfach hier wegen Energie-Upgrades hier durchgehen. So, besser mit ein Schrecken mit Ende als ein... Nee, warte mal. Ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Genau. Einmal Energie verlieren ist mir lieber, als die Qual, mich hier durchömmeln zu müssen. Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit... nicht weg mit mir. Das ist nicht so gut. Ja, und letzten Endes wird es wahrscheinlich darauf hinausgehen, was so... Ah, scheiße. Den habe ich nicht mehr gekriegt. Was so meine insgesamt... Endmeinung dann angehen wird. Das werde ich natürlich dann nochmal in meinem Fazit bestenfalls... Ne, nicht falls ich den Abspann sehe, wenn ich den Abspann sehe, wenn es soweit ist, werde ich das nochmal ausführen. Aber das sind so die Gedankengänge, die dann durchgehen, wenn ich so durch die Gegenden durchlatsche, weil da ist es ja uninteressant, wenn ihr das tausendste Mal dann zu sehen bekommt. Okay, jetzt fühlt sich für mich ein bisschen wie Boss-Time gerade an. Mal sehen, was passiert. So ein Wasserboss, der muss ja eigentlich auch sein, ne? Obwohl, ne, hier sind normale Gegner. Na, das hat ja schon Shinobi-eske Ausmaße hier. Alter. Flump, flump. Dir auch einer. Aber ich bleibe zumindest bei meiner Aussage, so grafisch ist es wirklich echt eins der schicksten Spiele. Es gibt mir auch ein bisschen so das Gefühl von ActRaiser 2. Dem Sequel zu einem der, ja... besten Super Nintendo Spiele mit ActRaiser, eine Mischung aus Jump'n'Run und Echtzeitstrategie. Oder nee, na, besser Aufbaustrategie sollte man eher sagen, wo man zwischendurch Jump'n'Run Levels macht, die ziemlich knüppelhart sind und dann aufbaustrategiemäßig so kleine Dörfer befriedet und aufbaut und so quasi Göttersimulation dann ausführt. Teil 2 hatte diesen Göttersimulationsaspekt wesentlich runtergefahren. Dafür aber sehr auf grafischen Schnickschnack. Scheiße. Oh, das wird schwierig jetzt. Grafischen Schnickschnack gesetzt und... Ah, sehr gut. Nicht sehr gut. Ja, und jetzt erwartet mich der... Oh, Mann. Conchita Martinez. Nein. Das ist Schnecklor, der Schnecklorliche. Aber der kann... Oh, oh, oh. Ich darf mich wahrscheinlich nicht... bei dem Bläschen hier... Und jetzt...
wie gesagt, aus Schaden wird man klug, aber ich bin gerade, ja, dabei nochmal klüger zu werden. Okay. So, jetzt aber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ey, was passiert hier? Alter, wann... Okay, Mund auf heißt pusten. Also O, Mund heißt pusten. Das andere heißt ziehen. O, Mund, pusten. Ich muss diesen Blubbergläschen ausweichen. Ich darf mich nicht... Okay, das wird noch wieder sehr, sehr anstrengend. Ich kann die Blubbergläschen nicht mal wegballern oder so. Ich kann natürlich auch hier keine andere Verwandlungsform wählen, außer... Shelly hier. Oh Mann, oh Mann. Pust und saug, pust und saug. Oh, vorsichtig. Ja, mit etwas Glück dürfte die nicht so schwierig sein, aber etwas Glück vorausgesetzt. Und er darf mich nicht erwischen. Darf mich natürlich nicht erwischen. Komm, komm, komm. Oh, nein, nein, nein. Hat mich natürlich erwischt. Oh, wird auch immer fieser. Ey. Lässt mir auch keine Chance. Komm, komm, komm. Oh, aber sie ist schon rot, sie ist schon rot. Ah. Und ich bin fast tot, ich bin fast tot. Nein, nein, nein. Ah, aber... Okay, das hätte auch sehr, sehr nervig werden können. Aber zum Glück haben wir es hier hingeschafft. Oh, das wird keine gute Ratio für verglichen mit den Teilen, die ich machen will. Und es gibt auch nur Energie hier. Den Teilen, die ich machen will und wie sich das insgesamt äußert. Gut, wir müssten jetzt, denke ich mal, auf die Oberwelt kommen. Okay, und damit beenden wir vorerst diesen Teil von Demon's Crest und Sprite Swing. Ich war der Gregor, wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Vielleicht der letzte, ich weiß es noch nicht, aber wir nähern uns dem Ende. Bis dann.